glaube, für uns war es wichtig, in der Routine zu bleiben und das Training auch natürlich für uns zu nutzen, um uns um weiter Fortschritte zu machen. Aber auf der anderen Seite war es eine echt sehr coole Erfahrung, vor Fans zu trainieren. Wir kennen es natürlich, vor unseren Fans zu spielen. Und ich glaube, jetzt für die auch mal einen Einblick in eine bisschen intimere Situation, Trainingssituation zu bekommen, war cool. Und für uns war es natürlich eine kleine Gewöhnungsphase am Anfang. Aber dann, glaube ich, sind wir in unserem Element gewesen und wir haben einfach versucht, Spaß zu haben auf dem Feld und den Fans auch zu zeigen, dass wir im Training Spaß haben. Einmal wir selbst zu sein und denen wieder ein paar Einblicke zu geben. Total interessant. Also totale Intensität auch. Hätte ich gar nicht so erwartet. Aber macht Spaß, sich das mal so anzugucken, weil das sieht man ja nicht jeden Tag. Ne? Also mir gefällt es sehr gut, dadurch, dass man auch mal ein paar andere Eindrücke bekommen kann vom Training und deren Spieltaktiken. Ja, hat Spaß gemacht. Also am Anfang war es ein bisschen ungewohnt, aber ich glaube, nachdem wir uns aufgewärmt haben, hat man das teilweise ausgeblendet, weil Pedro hat darum gebittet, dass wir halt während der Trainingseinheit Ruhe haben. Das haben die auch befolgt bis zum Schluss. Und am Schluss hatte man halt noch mal ein bisschen Spaß mit dem Half-Court-Shot. Und ja, im Grunde genommen war es richtig, richtig geil. Wunderbar, hat mir richtig viel Spaß gemacht, auch mal zu sehen, wie das Training hinter einem Spiel funktioniert. Fand ich eine schöne Sache.